Was geht? Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wie ihr in einem meiner letzten Videos sehen konntet, ziehen Felix, Jonas und ich zusammen in ein Studio in Leipzig. Und wir haben uns 5 verschiedene potenzielle Studios angeguckt und eins davon muss es jetzt leider werden. Ja, und in den letzten Tagen und Wochen haben schon ganz viele von euch in den YouTube-Kommentaren gefragt, auf Instagram und auf Twitter, Jungs, welches Studio ist es denn jetzt geworden? Und heute wollen wir genau dieses Geheimnis lüften und euch erklären, wieso wir uns so entschieden haben, wie wir uns entschieden haben. Ja! So, dann lasst uns einfach mal ein bisschen über unser zukünftiges Studio schnacken. Ich bin so hyped. Ich auch übel. Erstmal, um das erstmal zu klären, wieso Jonas nicht mit dabei ist. Der ist gerade noch in Potsdam und packt noch seine letzten Sachen quasi für den Umzug zusammen. Denn er zieht auch bald nach Leipzig in seine eigene Wohnung, bevor wir dann ins Studio ziehen. Und wir haben jetzt noch das Grading finalisiert für die Nordcup-Doku. Denn heute, genau heute, um 20.15 Uhr kommt auf Felix seinem Kanal die 2 Stunden Nordcup-Doku, wie wir mit einem Tesla Model 3 und einem Diesel-SUV zum Nordcup gefahren sind. Ich bin so gespannt auf euer Feedback, Leute. Ja. Schaut unbedingt bei dem Film rein. Es steckt eine Menge Arbeit von uns allen dreien drin. Und wir haben alle noch nie sowas gemacht und sind mega gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Ja, wir sind mega hyped. Hier seht ihr einfach mal ein paar Aufnahmen. Ich denke, die sollten euch schon mal ein bisschen hypen auf den Film. Schaut es euch an. Wird wirklich, ist mal was ganz anderes. Mhm. Sowas haben wir, wie gesagt, noch nie gemacht. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall worth it. Aber gut, lasst uns zu den Studios kommen und ich würde einfach mal vorschlagen, dass wir jetzt eine Wohnung nach der nächsten durchgehen, euch nochmal richtig genau sagen, was wir von denen gehalten haben und auch nochmal so eine kleine Pro-Kontra-Liste für jedes einzelne Studio sozusagen aufstellen. Und ich muss sagen, die erste Wohnung, die wir uns angeschaut haben, die hat mich direkt weggeballert. Also wir standen da drin und wir haben uns, glaube ich, alle direkt wohlgefühlt. Und ich muss auch sagen, ich habe die Wohnung so richtig krass gefühlt. So, wir standen da drin, ich wusste direkt, wo was hinkommt, wie wir da reinlaufen und jeden Tag so uns begrüßen und so unterarbeiten. So, ich habe es so richtig krass gefühlt. Ja, die war auch allgemein sehr, sehr gut geschnitten. Ja. Die einzelnen Zimmer waren sehr ähnlich groß und auch sehr, sehr schön. Und man hatte auch einen guten Ausblick, aber der größte Pluspunkt war, glaube ich, dass die Wohnung super nah an einem riesigen Park war, dass man dann einfach vor die Haustür gehen kann und dort direkt im Grünen filmen kann. Also das ist eine Sache, die definitiv für diese Wohnung spricht. Na, aber was hat uns nicht so gut an der Wohnung gefallen? Ich fand, was sind so die Negativpunkte sozusagen? Es ist wirklich schwer zu sagen, weil diese Wohnung war echt schon schön, aber ich fand das Wohnzimmer ein bisschen zu lang gezogen. Mhm. Jetzt nicht schlimm, aber es war ein bisschen zu lang. Im Großen und Ganzen müssen wir schon sagen, Studio 1 war direkt ein Instant-Favorit von uns. Studio Nummer 2 war das Studio mit der Treppe und den 2 Wohnzimmern. Und dem McDonald's-Logo drin. Ja, aber das war, glaube ich, vom Vorbesitzer. Ja, aber das haben ganz viele in die Kommentare geschrieben. Ja, aber was waren da die Vorteile? Ich würde sagen, allein der Fakt, dass man eine Treppe innen drin hat, war schon direkt ein Vorteil. Ja. Weil es ist eine coole Atmosphäre und es gibt einem auch mehr Flexibilität beim Film. Man hatte auch einfach dadurch 2 Wohnzimmer sozusagen. Mhm. Eins oben an der Treppe und eins unten. Und die hätte man zum Beispiel unterschiedlich einrichten können. Aber was halt der Negativpunkt ist, man ist nicht so nah beieinander und es kommt nicht so direkt das Community-Gefühl auf und nicht so das Team-Gefühl, dass man so gemeinsam arbeitet. Und ich glaube, in der Wohnung ist es relativ leicht, sich in seinem Zimmer zu verkriechen und den ganzen Tag mit den anderen nicht zu reden. Und es ist eigentlich nicht das, was wir wollen. Wohnung Nummer 3. Uff. Ja, das war eine krasse Sache, weil wir hatten die nicht auf ImmoScout gefunden, wir hatten die gar nicht auf dem Plan, sondern es war so, dass der Makler von Wohnung 1 uns nach der Besichtigung quasi gesagt hat, hey Jungs, wenn ihr wollt, ich habe da noch eine Wohnung, die noch nicht gelistet ist, die könnte ich euch zeigen, vielleicht passt die für euch. Und dann standen wir da drin, hatten noch keine Fotos vorher gesehen und auf einmal, boom, hat die uns komplett erschlagen, weil die wirklich viel besser gepasst hat so auf den ersten Eindruck, als wir vermutet hätten. Ja, wir sind da reingekommen, haben nichts gedacht, was sehr angenehm war und wurden dann positiv vom ersten Eindruck überrascht. So, ich finde es sehr angenehm an der Wohnung, den Flurbereich, wie es dann quasi so abgeht in die einzelnen Zimmer. Man hat 3 Zimmer, wo man
jeweils drin arbeiten könnte, was tendenziell eher vielleicht ein Zimmer zu wenig ist, weil wir ein Zimmer noch haben wollen, wo wir dann zum Beispiel nur Unboxings drin drehen könnten, sodass wir immer ein festes Unboxing-Zimmer haben. Was Wohnung Nummer 3 aber bietet, ist ein super offener Wohnbereich bzw. Wohnzimmerbereich. Das ist durch das Glas, was mir gut gefallen hat oder immer noch gut gefällt, es ist schön abgetrennt. So, man hört wahrscheinlich die anderen Leute nicht, wenn die jetzt irgendwie zum Beispiel eine Moderation aufnehmen. Man kann trotzdem schön im Wohnzimmer noch eigene Shots machen, was essen, einfach die Zeit genießen oder einfach arbeiten. So, das fand ich halt dieser abgetrennte Bereich, aber trotzdem, dass man so die Nähe zu den anderen spürt, ist sehr angenehm. Oder das fand ich auch beim ersten Eindruck, das, was mir sofort aufgefallen ist. Ein negativer Punkt, den ich auch noch anbringen möchte, ist, diese Wohnung war erstaunlich weit weg von irgendetwas Grünem. Also wenn man mal schnell in den Park will oder so, wäre das jetzt bei der nicht gegangen. Und geht auch immer noch nicht. Geht auch, also es geht einfach nicht. Wohnung Nummer 4. Eigentlich eine Wohnung, die wir uns nur angeguckt haben, um zu gucken, was so möglich ist. Ich kann euch gleich erstmal sagen, die Wohnung kostet knapp 3000 Euro warm, Miete, oder war das 3000? Das war, glaube ich, über 3000 warm. Ich bin mir nicht mehr 100% sicher, aber viel zu viel. Also das ist komplett über unserem... Vor allem für Leipzig. Ne? Ja. Leipzig hat ja Top-Immobilienpreise und dann das. Ja, das war viel zu teuer. So, davor hat uns der Makler erzählt, dass er irgendein DHL-Manager drin gelebt hat. Also definitiv nicht unser Standard. Versteht uns da bitte nicht falsch. So, der Style von der Wohnung, Hammer. Dieses riesige Dachfenster, sicherlich auch gerade im Winter, wenn da jetzt nicht direkt die Sonne reinknallt, sondern es häufiger mal bewölkt ist, quasi eine riesige Softbox, die man ständig benutzen kann. Super viele Sachen, die daran sehr, sehr schön sind, aber der große Negativpunkt ist halt der Preis und auch, dass die Zimmer alle scheiße geschnitten waren, ganz ehrlich. Es gab nicht ein Zimmer, wo ich sagen würde, Top-Schnitt, da habe ich die Einrichtung schon im Kopf. Ja, oder auch der Boden und da war alles so ein bisschen abgeramscht. So, das war einfach Preis-Leistung, war da so komplett out of nowhere, so keine Ahnung, never ever. Ja, kein Fahrstuhl, obwohl im Dachgeschoss war die so Wohnung. So ein komischer Eingang, das haben wir leider nicht gefilmt, aber ihr müsst euch vorstellen, das war so ein richtig kleiner Hobbit-Eingang. So, wie sollen wir da mit einem Stativ durchkommen? Das Haus war halt älter und das Treppenhaus war halt auch dementsprechend so ein historisches Holztreppenhaus, sag ich mal. Was Schönes an sich. Ja, aber wenn du da groß häufig Pakete hoch und runter tragen willst, ist einfach nicht so accessible. Wäre sehr schwer und wäre zu teuer. Aber Studio Nummer 5. Studio Nummer 5. Und da muss ich euch ganz ehrlich sagen, von der Kulisse und wie das alles aussieht, das schönste Studio. So von den Wänden und von dem ersten Eindruck habe ich mich da direkt richtig wohl gefühlt. Ich finde den Industrial Style von den Wänden richtig schön. Allgemein der Flair, einfach richtig schönes Studio, gefällt mir. Na, und ein Punkt, der auch definitiv für Studio Nummer 5 spricht, ist, dass wir dort einfach sehr willkommen waren. Ja. Also bei uns ist ja die Besonderheit, sage ich mal, dass wir eigentlich eine normale Wohnung suchen für unser Studio, weil wir nicht so eine leere Halle wollen, sondern wir wollen den wohnlichen Vibe nicht nur für uns selber beim Arbeiten, sondern auch für die Videos. Und dementsprechend haben wir jetzt nicht einfach irgendeine Bürofläche gemietet. Aber das war halt Gewerbemietfläche Studio Nummer 5. Und dementsprechend wurden wir auch ganz anders begrüßt. Was ich auch noch an dem Studio wirklich sehr cool finde, ist, dass man da kostenlos sein E-Auto laden könnte. Das heißt, wir, also auf jeden Fall Felix, könnte da jeden Tag hinkommen und könnte kostenlos einfach sein Model 3 laden. Negativ Punkte gibt es aber auch noch für Studio Nummer 5 und zwar Audio war eine riesige Sache oder ist eine riesige Sache da, weil zwischen den Räumen, die sind halt nur mit Glas abgetrennt, hat man quasi keine akustische Isolierung und man muss auch sagen, das Studio Nummer 5 befindet sich direkt an einem Harley-Davidson-Geschäft und versteht uns nicht falsch, wir mögen Motorräder, wir lieben Motorgeräusche, aber vielleicht nicht in dem Moment, wo wir gerade ein Video aufnehmen wollen. Versteht ihr? So, hallo und herzlich willkommen zu diesem... Muss vielleicht nicht unbedingt sein, aber super günstig war sie. Also das ist so eine Sache, da denke ich mir die ganze Zeit, das ist echt noch ein Top-Favorit. Weil ihr müsst euch vorstellen, wir machen das jetzt einfach mal komplett transparent. Diese Wohnung kostet unter 1000 Euro oder beziehungsweise die Gewerbefläche kostet unter 1000 Euro kalt. Also, und dann noch 150 Quadratmeter. Das wären so 330 Euro. Studentenbude mehr. Ja. So. Also das ist schon crazy. Aber gut, kommen wir zu Studio Nummer 6, dem Studio, das ihr bisher noch gar nicht gesehen habt. Und ich kann schon mal so viel dazu sagen. Die finale Entscheidung, welches Studio wir jetzt nehmen, war zwischen Studio Nummer 6
und einem anderen Studio. Das heißt, es ist definitiv von uns ein dicker, fetter Favorit. Und ich denke, der größte Pluspunkt war auch dort einfach, wie extrem wohl man sich gefühlt hat. Auch diese ganze Raumaufteilung so. Ich meine, ihr seht es hier gerade. Es ist offen, obwohl jeder seinen einzelnen Bereich hat. Und dann nochmal das Wohnzimmer mit Küche. So direkt abgeschlossen. Man kann die Türen zumachen. Es sieht einfach cool aus. Ich fand zum Beispiel auch, oder finde auch immer noch, die Fenster so cinematisch. Positive Aspekte dort. Küche ist schon drin, müssen wir uns nicht drum kümmern. Sehr angenehm und ist auch noch eine coole Küche, wo wir viele Möglichkeiten direkt gesehen haben, um dort auch was zu installieren für Top-Down-Aufnahmen. Auch sehr geil, die Wohnung war ebenfalls auf der günstigeren Seite, sage ich mal. Vor allem auch, weil da noch ein Deal dabei war von wegen, die ersten 2 Kaltmieten sind kostenlos und wir brauchen keine Kaution und so weiter und so fort. Also so ganz viele Sachen, wo man merkt, die wollen die Wohnung jetzt echt an Mann bringen. Negativpunkte gibt es tatsächlich für Studio 6 sehr, sehr wenige. Und deswegen ist es für uns auch so ein Riesenfavorit. Aber? Ja. Welches Studio ist es denn jetzt geworden? Wollen wir mal so einen kleinen Drumroll an den Start bringen? Studio Nummer 3. Es ist Studio Nummer 3 geworden. Ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, für welches Studio ihr euch entschieden hättet. Aber ich denke, die meisten von euch, ich meine, ihr seht jetzt hier ein paar Kommentare eingeblendet, die hätten sich genauso entschieden. Ich bedanke mich, oder wir bedanken uns auf jeden Fall für eure Beratung auch so ein bisschen. Wir haben immer ganz spannend die Kommentare mitgelesen. Ja. Und gerade am Ende, wo wir dann noch entschieden haben, wird es jetzt Studio 6 oder Studio 3. Und wir die ganze Zeit gesehen haben, ey, ihr fühlt Studio 3 auch extrem. Das hat uns auch nochmal so ein bisschen einen kleinen Schubs gegeben. Ja, es kommen auf jeden Fall noch genügend Videos, auch wie die Zimmer eingerichtet werden. Ihr werdet komplett mitgenommen. Weil wir haben richtig Bock drauf und ihr habt genauso Bock drauf. Und das motiviert uns in diesem Bereich noch mehr, oder? Ja, absolut. Ansonsten war es das mit diesem Video. Es war uns wie immer eine Ehre. Macht's gut. Ciao. Nicht die Doku vergessen. Nicht. Einschalten. Einschalten. Samstagabend, 20:15 Uhr. Also heute Abend. Gucken. Ciao.